Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben jetzt schon, was haben wir denn jetzt? 2019. Tja, ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr. Die Wünsche gab es ja schon. Ich hatte ein Video versprochen über meine Hautpflege, über meine Favoriten aus der Drogerie, also aus dem Drogeriemarkt 2018. Und ich stelle fest, das hier vor mir liegt alles, es sind fast ausschließlich L'Oréal-Produkte, sowohl für die Haare als auch für das Gesicht. Ich bin nicht gesponsert, das ist meine freie Entscheidung, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Ich habe doch nichts zugeschickt bekommen, ich habe die Produkte gekauft, weil ich sie mag. Also ich habe sie gekauft, getestet und habe sie für gut befunden. Und bevor jetzt wieder eine riesengroße Diskussion losgeht, ja, L'Oréal hin und her und die machen das und die machen dies. Und wie gesagt, es ist ja kein Kanal, um sich so auszutauschen über dieses Für und Wider dieses Konzerns. Es ist ein Gigant, das ist klar. Und ich habe mal was rausgesucht, was mich wirklich erstaunt hat. Also diese L'Oréal-Gruppe, ja, die verfügt über ein einzigartig weltweites Portfolio an internationalen Marken. Das müsst ihr euch mal vorstellen, dass die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Verbraucher auf der ganzen Welt erfüllt. Da haben wir ein Luxusmarken, zum Beispiel Haus 99, Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Kiehl's, Cacharel, Helena Rubinstein. Wir haben Clarins oder Clarisonic, Diesel, Victor und Rolf, Urban Decay, ach, schau mal eine an, Paloma Picasso, Guerlain Rouge, IT Cosmetics, L'Oréal, selbst Garnier, Maybelline, Essie, NYX, Kérastase für die Haare, Redken, Matrix und auch Ralph Lauren. Zu Apotheken, also selbst Apothekenkosmetik gehört auch zu L'Oréal. Da haben wir nämlich Vichy und La Roche-Posay und Roche und Galais. Und was mich echt überrascht hat, und zwar 2006 erfolgte eine riesengroße Übernahme von L'Oréal von The Body Shop. Die haben für wie viel Millionen, wartet mal, ich habe es mir aufgeschrieben, für 652 Millionen Pfund haben die damals The Body Shop gekauft. Ich wusste es nicht, vielleicht wusstet ihr das. Und L'Oréal hat 2017 The Body Shop weiter für 1 Milliarde an einen brasilianischen Naturkonzern verkauft. So, und jetzt kauft L'Oréal unter anderem auch deutsche Hersteller von Naturkosmetik. Da haben wir Logona, Santé, Heliotrop und Neobio. So, und außerdem verfügt der Gigant über 23% des Nestlé-Konzerns. Und was zu Nestlé gehört, wissen wir auch. Babykosmetik, Essen, Trinken etc. Also, bevor ihr da aufschreit, Entrüstung, ich merke das nämlich, ich habe das festgestellt, sobald ich irgendwas mit L'Oréal reinstelle ins Netz, habe ich unglaublich viele Daumen runter. Wahrscheinlich passt den Mädels das nicht, aber es steht meistens eben auch in der Headline, L'Oréal-Produkte. Gut, dann sollen sie es doch nicht schauen. Wir sind zum Glück, leben wir in einer Demokratie. Es kann jeder frei entscheiden, was er isst, was er trinkt, was er nicht isst und nicht trinkt, was er sich auf die Haut gibt oder nicht. Und also wir YouTuber sind ja nicht da, um zu erziehen. Also, und ich möchte auch nicht erzogen werden. Ich erziehe mich selber. Ihr versteht, was ich meine, ja. Also ich benutze das, weil ich es gut finde oder für gut befunden habe. Meine Haut hat es toll vertragen und das jetzt mal als kleinen Einstieg. Beginne ich jetzt aber mal mit was anderem. Das ist Schwarzkopf Taft. Nicht Drei-Wetter-Taft, Volumentaft, Haarlack für feines Haar. Stärke 4. Hat einen tollen Duft, lässt sich leicht auskämmen und man hat einen schönen Stand. Ich benutze relativ wenig Haarlack, aber na gut, manchmal schon, ne? Manchmal schon. So, Mensch, die Haare. Ach, die müssen hier runterwachsen. Das ist Sache, das dauert. Das hier, ich weiß nicht, wie euch das geht, die hier vorne, ne? Das dauert immer tierisch lange. Dann habe ich mir doch nochmal abgeschnitten im März oder April, so ein Stück. Nun denn. Also, wenn die mal ab und zu hier im Gesicht hängen, ist halt so. Gut, für die Haare weiterhin habe ich Elvital Oil Magique mit dem Amlaöl für wintergeschädigtes Haar samt. Wartet mal, samt Spülung bin ich sehr zufrieden mit. Wer trockene Haare hat, also wer jetzt kein trockenes Haar hat, sollte das nicht nehmen. Das hinterlässt schon so ein bisschen ölig. Die Konsistenz, die Struktur des Haares ist anders, nachdem man so ein ölhaltiges Shampoo benutzt hat. Ich finde es gut für den Winter. Neu im Regal gibt es jetzt dieses mit Kokosöl, auch Oil Magic, und zwar ein schwereloses Pflegeshampoo. Und das Schöne ist, es ist ohne Silikone. Das finde ich sehr sympathisch. Das ist bei dem anderen allerdings nicht.
Und das merke ich sofort, weil Silikone verschließen auch die Kopfhaut. Dann kann die Kopfhaut nicht mehr atmen, die wirkt dann so schuppig. Das heißt, die wirkt nicht, die wird schuppig. Und das ist eine sehr schöne Alternative, dieses ohne Silikone. Im Sommer habe ich gerne von Fructis diese Aloe Hydro Bomb mit Aloe, diese Pflegespülung benutzt. Kann ich auch empfehlen. Da gibt es auch ein Pflegeshampoo dazu, das ist auch prima. Weiterhin zur Pflege ist dieses Oil Magic, dieses Elixier, was in die feuchten Haarspitzen oder auch in die trockenen Haarspitzen als zusätzliche Pflege gegeben werden kann. Oder wenn man sich die Haare färbt, also nur den Ansatz und den Ansatz ausspült und die Spitzen damit einfach pflegen, damit jetzt die dunkle Farbe, also ne, wer so gefärbte Haare hat, dass das nicht so die Farbe annimmt. Das bildet so einen Schutzfilm. Sehr, sehr schön. Also immer mit feuchten Fingern benutzen, also nicht trockene Haare, trockene Finger, sondern entweder die Haare feucht oder die Finger anfeuchten und dieses Öl in die Haarspitzen einkneten. Dann gibt es davon noch eine schöne Oil Magic. Das ist so ein nährendes, so ein, sagt mal, so ein Elixier. Das ist eine Maske. Die ist auch prima. Also da könnt ihr zwei, dreimal, da muss man nicht so viel von benutzen, von dieser Haarmaske. So, was haben wir denn hier noch? Wartet mal. Dann haben wir hier Diaderma. Das ist dieses Karottenöl. Als Winterschutz gedacht, auf die feuchte Haut gegeben. Gewöhnungsbedürftig, ist aber nicht schlecht. Ja, gibt's bei DM. Rita, du hast mir damals geschrieben, du hast es für 4,95 bekommen. Ich habe es für 6,95 gekauft bei DM. Also Karottenöl kann man jetzt in die Winterpflege, also in die Tagespflege mit, wenn ihr draußen seid, einfach mit untermischen oder auf die feuchte Haut geben, bevor ihr euch eincremt als Schutz. Ein weiteres Öl, warte mal, ist das hier. Dieses Kokosöl, das muss jetzt nicht aus der Drogerie sein, das kann auch aus dem Naturmarkt sein. Kokosöl ist für mich ein Allrounder, nicht nur in der Küche, auch in der Hautpflege, also für die Nägel nehme ich das ganz gerne als Lippenpflege, besonders gerne auch zum Abschminken meines Augen-Make-ups. Dann mache ich ein bisschen ein feuchtes Wattepad und dann gebe ich ein bisschen Kokosöl drauf. Ist auch gleichzeitig Pflege für die Wimpern. Also hinterlässt bei mir kein schlieriges Gefühl. Muss man ein bisschen aufpassen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Kokosfett ist ein sehr schönes, sehr preisgünstiges Pflegemittelchen. Wartet mal, was haben wir denn dann noch? Das Rosenwasser. Das Rosenwasser, das ist für mich ein absolutes Must-Have, ohne geht überhaupt nicht. Ich benutze sehr viel davon. Ich habe dann ganz schön Verbrauch, weil ich auch mein Gesicht damit morgens wasche. Also jetzt nicht, dass ich mir das ins Gesicht klatsche, sondern ich gebe das auf ein großes Wattepad und... Weil Wasser hinterlässt Kalkrückstände auf der Haut, deswegen immer gut abtrocknen. Ne? Nicht das Wasser antrocknen lassen auf eurer Gesichtshaut. Also Rosenwässerchen. Und auch zum Fixieren und Erfrischen. Und kann man auch in die Haarspitzen geben. Weiterhin haben wir hier ein paar Masken. Da habe ich mal diese Augen- und Lippenmaske von Chebens. Ihr seht das ja auf dem Foto, wie die Dame das alles aufgetragen hat. Schön großflächig um die Augen drumherum, um den Mund. Ist eine tolle, preisgünstige Pflege. Sind 4 Stück drin. Ist ein Highlight, absolut. Stiftung Warentest sagt auch sehr gut. Also mit Q10, Jojobaöl und Panthenol. Ist prima für den kleinen Geldbeutel. Weiterhin habe ich hier 2 Masken. Einmal, also beide von Garnier. Das ist diese Hyaluron Power Shot und das ist die Hydra Bomb Tuchmaske mit. Jetzt schlage ich tot. So, jetzt muss ich sie doch aufsetzen. Das ist mit, sag doch mal schnell, womit ist denn das? Ach, mit Grünteeextrakt. Mattiert die Haut, verfeinert die Poren. Also eine ausgleichende, eine sehr, sehr schöne Maske. Und die sowieso, das ist diese Powershot, ne? Hier ist die Flüssigkeit hier drin und das ist das Tuch und das wird dann aufgemacht und dann mit einem Klick und dann wird das Tuch getränkt, dann gebt ihr euch das aufs Gesicht. Und das Tuch besteht übrigens aus einer Algenfaser, ist sehr angenehm. Ja, schönes Highlight. Was haben wir noch an Highlights? Ich habe die Sugar Scrubs für mich entdeckt, verfeinert das Hautbild und verleiht eine schöne, strahlende, geschmeidige Haut fürs Gesicht. Ich benutze es aber eher als Körperpeeling, weil ich habe selber Sugar Scrubs von einer anderen Firma, ist kein Drogerieprodukt und hier Body Scrubs sind das.
Also mit Meersalz und Kaffeebohnen. So ein Körperpeeling kann man auch ab und zu mal machen. Dann haben wir hier, was, also hier, ne? Euboss, Urea, 10% Urea, Fußcreme, die extrem trockene Füße, okay, rissige Haut, vermindert, also bei Druckstellen, Hornhaut und Schrunden an den Füßen, na gut. Aber es ist mit Macadamia. Öl, ist, man braucht nur ganz, ganz wenig, aber es ist eine sehr pflegende, parfümfreie, hautglättende, feuchtigkeitsbindende, schöne Fußcreme. Kann ich sehr empfehlen. Riecht jetzt nicht besonders, wie so eine Fußcreme halt riecht, ne? Hier, dann haben wir hier Q10, straffend, mein Liebling seit Jahrzehnten. Und Vitamin C, das ist diese hautstraffende Bodylotion von Nivea. Nivea gehört nicht zu L'Oreal. Konnte ich nicht finden. Ja, also die ist, ich habe andere probiert zwischendurch, ich komme immer wieder zu der zurück. So, jetzt haben wir nochmal 3, 6 L'Oreal Produkte. Einmal diese Sugar Scrubs, dieses Peeling, ein klärendes Peeling. Das habe ich sehr gemocht und mag es immer noch. Das ist dieses Grüne mit 3 verschiedenen Zuckersorten und diese Zuckerarten und diesen schwarzen, diesen Kiwi-Kernen. Oh, das riecht. Ich sag euch, das riecht. Das ist der Hammer, wie das riecht. Das ist, möchte man am liebsten einen Löffel reinstecken und essen. Sollte man auch nicht tun. Und das Schöne ist, wenn ihr das auf die feuchten Finger gibt, es erwärmt sich und dann könnt ihr schön euer Gesicht, Hals und Dekolleté, ihr könnt ruhig hier auch die Schultern, das alles so ein bisschen mitpeelen. Mir ist nämlich aufgefallen, hier oben, das altert ja auch diese Haut, ne? Hier immer schön alles mit eincremen, die Schultern und hier unten drunter so, ne? Das ist alles, es wird ja alles trocken und im Winter besonders trocken durch die Heizungsluft, ne? Das trocknet aus, trocknet aus, trocknet aus. Deshalb ist auch eine Fußcreme so gut, besonders wenn jemand Fußbodenheizung hat. So, weiter im Text. Eine Revital Lift Augencreme, L'Oreal, ist eine sehr schöne Creme. Jetzt Lift, ich konnte jetzt nicht feststellen, dass mein Augen das geliftet war, weil es war, sie hat ein gutes Gefühl hinterlassen. Sagen wir es mal so. Ich hatte ja Anfang des Jahres auch Dr. Hauschka noch benutzt und Caudalie und dann bin ich irgendwann auf L'Oreal, habe ich angefangen, so langsam mich an L'Oreal-Produkte heranzutesten, durch YouTube eben auch. Und dann wurde mir auf einmal Hauschka zu wenig. Ich habe auch euch Hauschka empfohlen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt. Aber andererseits, ich bin jetzt, ihr wollt gar nicht wissen, wie alt ich bin. Und das ist, da braucht man ein bisschen mehr. Und mir war das irgendwie zu wenig mit diesem Dr. Hauschka. Und dieses kleine Ding ist so richtig teuer. Kostet, glaube ich, 45 Euro. Ne? Das ist der Hammer. Und da war mir das zu wenig. Und dann habe ich die probiert und war eigentlich, war zufrieden damit. Mit dieser Lifting Cream. Weiterhin zufrieden war ich mit diesen beiden Produkten. Das ist diese Hydra Active 3. Für 2,95 ist der Hammer, der Preis. Habe ich auch schon sehr vielen Mädels weiterempfohlen, bis zur Schwiegertochter hin. Das ist eine sehr schöne Feuchtigkeitsspende. Toll riechende, tolle Textur, eine super Creme. Und die ist wirklich langanhaltend feuchtigkeitsspendend. Und auch schön Hals und Dekolleté. Und wenn ihr sie nur für Hals und Dekolleté benutzt oder auch für die Hände benutzt, überlege ich mir für 2,95. Das ist eine sensationelle Creme. Weil L'Oreal hat natürlich viele Produktlinien und deckt alle Altersgruppen ab. Das ist sogar für junge Haut. Aber das, also mir hat die ausgereicht. So, und das Teil hier, das war diese Antifalten-Experte 55+ mit Calcium, ist auch eine super tolle Nachtcreme. Ich habe das jetzt noch nicht ganz aufgebraucht, weil ich jetzt zwischendurch noch was anderes getestet habe. Das erzähle ich euch aber gleich. Und dann haben wir noch hier, das habe ich neu entdeckt, dieses Wunderbalsam mit Manuka-Honig. Da gibt es, wie gesagt, eine ganze Serie von für Haut 60+. Und die ist sehr, sehr reichhaltig. Und dieses Wunderbalsam ist so ein Allrounder. Es ist ein super Kälteschutzcreme. Man kann sie alleine auftragen, man kann sie drüber auf... Also wenn ihr auch schon eure Creme aufgegeben habt, als Kälteschutz. Bei wunden, rissigen Stellen, ob das Hände, Füße, whatever ist. Es ist also für mich sehr, sehr honiglastig. Klar, Manuka-Balsam oder Manuka-Honig drin. Wer jetzt so eine Honigallergie hat, der sollte sie nicht nehmen. Aber das ist eine sehr schöne Creme. So, und was auch was mich wirklich geflasht hat, das war dieses Hydra Genius, dieses Feuchtigkeitsserum, dieses, ne, was, das ist auch fast alle.
Also Mensch, Leute, Brille. Das ist nicht viel, Mann, übrigens. Ne? Das war für sensible Haut. Nö, das ist einfach... Das ist Aloe Water. Ja, Aloe Water. Riecht ein bisschen parfümiert. Ist natürlich alles parfümiert, klar. Aber das ist besonders schön auf Hals und Dekolleté. Ihr müsst ja euch nicht extra eine Hals- und Dekolleté-Creme kaufen. Dann sind diese beiden Produkte eine gute Alternative. So, ich werde jetzt noch ein anderes Video über High-End, also über teurere Kosmetik machen, weil ich seit 2 Monaten Produkte testen durfte von der Firma Dolton. Die haben mir da so ein ganzes sowas zugeschickt, was auf meine Haut zugeschnitten war, also Produkte, und dann da bin ich jetzt am Testen und ich gebe mein Feedback am 8.1., weil die Haut erneuert sich so alle 4 bis 6 Wochen und man muss ein Produkt schon so lange probieren, austesten auf der Haut, was da passiert. Das merkt man nicht nach 3 Tagen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist, also ich bin wirklich total überrascht. Viele Kanten von euch Dolton, ja. Ich arbeite ja auch in der Beauty-Branche und Dolton ist, also hat also 40 Jahre Erfahrung in der Meereskosmetik und wurde verkauft bisher in Beauty-Farmen und bei Kosmetikerinnen, also in Kosmetikinstituten. Und die sind natürlich auch interessiert, die wollen ihre Produkte jetzt auch an den normalen Verbraucher verkaufen. Und die hatten mich, wie gesagt, damals angeschrieben und ob ich da, was erzähle ich euch beim nächsten Mal. Also ich habe, deswegen ist hier noch was drin, aber ich benutze es weiterhin, ne? So, hier. Diese Produkte, die teste ich jetzt seit 2 Monaten und deswegen kann ich euch da wirklich ein eindeutiges Feedback zu geben. So, das war jetzt heute mal, bevor ich mich hier total verfranse, ihr Süßen, das war jetzt mal mein Drogeriemarkt Hautpflege-Video. Ja, also war eigentlich alles dabei. Ne? Eine Handcreme habe ich jetzt nicht. Also gut, ich habe natürlich auch noch andere Sachen getestet, aber ich habe die Schachteln noch nicht mehr da oder die Tuben, weil nach so einem aufgebraucht Video fliegt das ja weg. Ich meine, ich habe hier kein Warenlager von irgendwelchen, das ist so Beauty-Müll, ne? Also das habe ich jetzt noch da, es ist auch noch weiter in Benutzung, ja. Aber es sind meine Favoriten und die kann ich euch gerne empfehlen. Da ist nichts passiert mit mir und meiner Haut, im Gegenteil. Und es ist sehr preiswert und es gibt ja nicht jeder oder kann nicht jeder so viel Geld ausgeben, ne, für Cremes und Haarwäsche. Ich habe natürlich auch teure Haarwäsche, aber die Frage ist immer, naja, was ist jetzt besser? Was heißt besser oder schlechter? Ich glaube auch die Haut und auch die Haare, wir machen da so Phasen mit im Leben. Einmal verträgt man das ganz gut, dann wieder nicht. Und dann hat man vielleicht mal wieder das Bedürfnis, ein bisschen sich was zu gönnen, ein bisschen Luxus für die Haut. Das hängt doch mit dem Alter zusammen, wie man sich so fühlt, ne? Also ob man besonders für sich etwas tun möchte. So, also Quatsch beendet. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für die neuen Zuschauerinnen, die meinen Kanal jetzt gefunden haben, herzlich willkommen. Ihr könnt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und beende wie immer meine Videos mit dem Satz: Seid gut zu euch. Bis bald. Ciao.